Rote Augen nach der Wimpernverlängerung, Allergien und Irritationen. Was tun? Viele verschiedene Faktoren einer Wimpernverlängerung können zu allergischen Reaktionen führen. Diese können sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten als auch in unterschiedlicher Art und Weise äußern. Bei vielen Kundinnen äußert es sich durch Rötungen und Schwellungen des Augenlids, nahe des Wimpernkranzes. Andere Kundinnen wiederum weisen zerstreute Rötungen und Schwellungen rund um die gesamte Augenpartie auf. Es kommt nicht selten vor, dass die Schwellungen und Rötungen durch Juckreiz begleitet werden. Als Stylistin hat es oberste Priorität, allergische Reaktionen von einfachen Reizungen zu unterscheiden. Irritationen haben auch vielseitige Ursachen und unterscheiden sich von Allergien. Doch wie kann man als Wimpernstylistin Symptome einer richtigen allergischen Reaktion auf die Produkte, die bei einer Wimpernverlängerung angewendet werden, erkennen? Folgende Aspekte können Hinweise darauf geben. Medizinisches Klebeband zum Beispiel. Einige Menschen sind allergisch gegen Pflaster oder medizinische Klebebänder, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein. Da die Haut rund um die Augen viel empfindlicher und dünner ist als die Haut am Körper, kann sie viel öfter allergisch reagieren. Allergien können jederzeit auftreten und die Symptome können selbst nach mehreren Jahren des Tragens von Extensions erscheinen oder direkt beim ersten Kontakt mit den angewendeten Produkten. Im Falle von sensibler Haut lassen sich Gelpads, Augenpads ohne Gel, Microfoam oder Silikonpads ohne das Fixieren durch medizinisches Klebeband verwenden. Besonders Microfoam ist im Falle einer sensiblen Augenhaut eine empfehlenswerte Alternative. Extensions an sich können in seltenen Fällen ebenso zu Reizungen des Augenlids führen, indem beispielsweise am Auge gerieben wird. Weit herausgewachsene Extensions, dicke und schwere Extensions, aber auch Verklebungen, die durch Reibungen am Auge die sensible Haut des Augenlids permanent berühren, können Irritationen verursachen. Sollten Extensions eventuell zu nah an das Lid geklebt sein, können sie durch Reibung Rötungen, Schwellungen und Juckreiz verursachen. Sollten Kundinnen an Heuschnupfen oder einer Pollenallergie leiden, ist es empfehlenswert, während der Pollenhochsaison, also im Frühjahr, für ungefähr 2 Monate auf Wimpernverlängerung zu verzichten. Selbstverständlich gibt es auch hier Ausnahmen und Kundinnen können mit solchen Allergien die Extensions trotzdem tragen. Schwieriger sind Allergien gegen Cyanoacrylat von Reizungen, die durch andere Wimpernverlängerungsprodukte entstehen, zu unterscheiden. Auch diese Allergien können jederzeit entstehen, selbst nach Jahren. In der Regel zeigt sich diese Allergie direkt am Wimpernkranz und bringt Schwellungen, Rötungen und Juckreiz mit sich. Betrachtet man die Haut zwischen den Wimpern genauer, eventuell auch durch eine Lupe, kann man minimale Klebstoffreste auf dem Augenlid erkennen. Sind diese Punkte zu erkennen, so ist die Wahrscheinlichkeit einer Klebeallergie sehr hoch. Wie bei allergischen Reaktionen durch das Färben der Kopfhaare, können Allergien auch durch das Färben der Wimpern entstehen. Während des Treatments müssen die Augen während der gesamten Behandlungszeit komplett geschlossen bleiben. Dies kann man leicht durch Wimpernspiegel überprüfen. Im Falle, dass die Augen nicht geschlossen sind, können Kleberdämpfe in das Auge eindringen und die Hornhaut reizen. Dies äußert sich durch Rötungen des Augapfels. Liegen Augenpads direkt auf der Wasserlinie, kann dies auch zu Irritationen des Auges führen. Deshalb sollten Pads immer so anliegen, dass sie nicht in Kontakt mit der Wasserlinie stehen oder an dem unteren Augenlid unangenehm ziehen. Sowohl beim Hochtapen der Augenlider als auch beim Separieren der Wimpern sollte darauf geachtet werden, dass die Augen keinesfalls auch nicht minimal geöffnet werden. Außerdem sollte überschüssiger Kleber nie am Pad abgestreift werden, da auch dies Kleberdämpfe freilässt. Reizungen und Irritationen durch Kleberdämpfe oder schlecht applizierte Pads äußern sich bei sensiblen Kundinnen durch Stechen oder Brennen. Viele bemerken diese oftmals aber auch erst am nächsten Tag. Die Anwendung von einem Glue Dryer oder Nanosprayer minimiert die Kleberdämpfe. Ich hoffe, dass ich dir mit diesen Tipps weitergeholfen habe. Falls du noch Tipps hast oder Fragen, kannst du mir natürlich jederzeit schreiben.